darf Sie alle herzlich begrüßen im Namen des Brustzentrums in Zürich und im Namen der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie zu dem diesjährigen Senologie-Update. Mit dem Wetter haben wir noch ein bisschen zu kämpfen, aber für mittags dann ist es schön, habe ich mal sagen lassen, dass wir vielleicht auch auf der Terrasse was genießen können. Wir stehen jetzt im Jahr 1 nach dem Abgang von Christoph Raget, der da unter uns weilt. Er hat diese Veranstaltung jetzt seit vor 16 Jahren das erste Mal ausgerichtet und jetzt immer wieder veranstaltet. Es gibt mehrere solche Veranstaltungen inzwischen. Damals war es neben dem Senologie-Kongress fast die einzige, die sich nur mit Senologie beschäftigt haben. Er hat auch das erste Brustzentrum in der Schweiz gegründet und das gibt es immer noch, auch jetzt nach seinem Abgang. Und ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind und ich möchte mich bei ihm noch bedanken, dass er das alles aufgebaut hat. Er hat auch lange die Schweizerische Gesellschaft für Senologie geführt und hat immer versucht, das alles miteinander zu verbinden und das ist ihm auch sehr gut gelungen. Danke, Christoph. Zum heutigen Programm. Wir haben das etwas umgestellt gegenüber den früheren Jahren. Es sind nicht mehr so viele Vorträge, dafür kann man mehr in die Tiefe gehen und damit haben auch die Redner hoffentlich keine Mühe, die Zeit einzuhalten. Auch Zeit soll auch Zeit zur Diskussion sein und das wünsche ich allen, dass sie mitdiskutieren können und Fragen stellen können und die dann auch beantwortet bekommen. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Tag alles Gute, dass wirklich auch Wissensvermittlung stattfindet, dass man was mit nach Hause nehmen kann und auch gute Kontakte untereinander pflegen kann in den Pausen. Ich darf jetzt bitten,